ey, Tafnis Records, du bist doch immer bei Roos im Livestream auch, oder? Roos ist auch einer von denjenigen, der mich jetzt motiviert hat, auch wieder live zu gehen. Wann kommt Teil 2 mit Manuelsen? Ich habe jetzt erstmal mich um Vertrieb gekümmert. Vertrieb ist jetzt auf jeden Fall am Start. Ich könnte jetzt anfangen zu releasen. Wo warst du die letzte Zeit? Signing by Life is Pain würde passen, Bro. Das wäre krass. Habt ihr Bock auf einen Talk mit PA immer wieder? So, wie geht's, Leute? Wie geht's? Dass du nochmal live kommst. Tafnis Records, ey, Tafnis Records, du bist doch immer bei Roos im Livestream auch, oder? Stimmt's oder hab ich recht, Digga? Ich bin nämlich den Roos auch am Verfolgen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, krass, dass du auch da bist, weil Roos ist auch einer von denjenigen, der mich jetzt motiviert hat, auch wieder live zu gehen, weil ich gesehen habe, der Bruder, der rasiert da jetzt gerade live komplett und der redet einfach über alles so, nimmt jedes Ding mit rein, macht Reactions zu allen Sachen und genau das habe ich mir jetzt auch gedacht. Ihr müsst wissen, ich mag Roos, allein aus dem Grund, weil Roos hat das, was ich gemacht habe, am Ende des Tages eigentlich vor mir gemacht. Weißt du, wie ich meine? Roos hat auch Straßenvideos gemacht, wenn ihr mal guckt auf seinem Kanal. Der hat so witzige Straßenumfragen gemacht, wo er so kontroverse Themen auch ein bisschen mit reingenommen hat und so. Dann hat er auch Interviews gemacht. Ich habe Roos zwar nie so als YouTuber gesehen, mich sieht man so als YouTuber. Roos sieht man, glaube ich, mehr als Interviewer als YouTuber so, aber ja, man, Roos hat den Weg, den ich gegangen bin, ist er auch gegangen. Ich bin hinterhergegangen quasi, beziehungsweise hab meinen eigenen Weg gebaut so und wer weiß, wo mein Weg sich noch hinführt. So, er macht ja auch Musik, er rappt zwar nicht selber, aber er macht das so mit anderen Künstlern und so. Ist nice auf jeden Fall. Aber ich habe mir jetzt gedacht, wir haben Lockdown. Ich hab auch ab und zu mal so ein paar Stunden einfach frei, wo ich nichts zu tun habe und habe mir gedacht, ey komm, dann bringe ich euch doch einen Livestream, wir reagieren auf ein paar Sachen, ich gebe meinen Senf zu den ganzen Sachen einfach jetzt auch, ab jetzt gebe ich meinen Senf auch zu fast allen Sachen mit dazu, also ihr könnt euch jetzt schon mal dran gewöhnen, alle Leute, die jetzt hier eingeschaltet haben, ich bin eigentlich hauptsächlich hier, um meinen Senf zu aktuellen Thematiken abzugeben, auf lustige Videos zu reagieren, auf aktuelle Videos zu reagieren, meinen Senf dazu abzugeben, euch mal ein bisschen so von meinen Songs zu präsentieren, euch ein bisschen so von meinem Leben zu erzählen, was gerade so bei mir abgeht, mit euch ein bisschen zu connecten, zu quatschen. Ihr wisst doch, was das ist, oder? Was sagt ihr dazu? Also Freunde, wenn ihr Bock habt, seid dabei. Seid einfach mit dabei. Also ich habe mir schon vorgenommen, dass ich jetzt, ich weiß nicht, mindestens einmal die Woche oder zweimal die Woche jetzt hier auch live gehe, weil ich auch den zweiten Kanal wieder pushen will. Apropos, Freunde, ihr könnt jetzt out now, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das Manuelsen-Interview ist gestern rausgekommen. Der erste Teil, zweite Teil kommt am Mittwoch und ich habe auch schon den ein oder anderen Highlight-Ausschnitt auf dem Highlight-Kanal hochgeladen. Checkt es auf jeden Fall ab, meine lieben Freunde. Und wir machen auch noch ein bisschen Werbung. Natürlich, Bionic Clothing ist jetzt am Start mit zwei neuen Anzügen. Die sind richtig fresh. Ich sehe ein bisschen hier, das muss auch immer schön parallel sein, das mag ich nicht. Genau, mit zwei neuen freshen Anzügen an den Start gegangen. Einmal diesen geilen schwarz-goldenen Samtanzug und natürlich auch den anderen, den habt ihr ja auch schon gesehen. Ich meine, das hat auch alles extrem lang gedauert jetzt. Hört ihr mich eigentlich noch her, ne? Hat alles extrem lang gedauert jetzt mit den Klamotten. Aber finally ist es soweit und ich mache jetzt auch alles selber. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja früher mit DevShop zusammengearbeitet. Mit denen habe ich mich jetzt getrennt. Die Anzüge sind aber noch von DevShop produziert. Wir haben uns aber so geeinigt, dass ich die Sachen jetzt selber verkaufe, weil wir einfach nicht mehr so geschäftlich zusammengekommen sind, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich war auch nicht mehr zufrieden so. Ich will darauf aber nicht zu viel eingehen, weil ey, am Ende des Tages bin ich der Captain von meinem Schiff und Bionic ist meine Marke und wenn es nicht läuft, dann bin ich auch schuld am Ende des Tages. Aber ja, wir haben hier den roten Anzug noch, checkt das ab auf jeden Fall, Freunde. Bionic, dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. So, wann fängt es etwa mit neuer Musik an auf YouTube, Spotify etc., fragt Tafnis Records. Boah, das ist halt schwer, Bro. Ich sag dir so, wie es ist. Ich hab jetzt seit 2 Jahren Musik gemacht, ne? Hab ja Wach auch schon veröffentlicht, wobei es mir da mehr so um die Message ging und nicht um das Musikalische so richtig. Also natürlich auch ums Musikalische, aber der Hauptfokus lag auf der Message. Ich hab mich, glaube ich, musikalisch seitdem echt extrem nochmal weiterentwickelt, so. Und, wann ich release, steht alles noch so ein bisschen in den Sternen, weil ich weiß es noch gar nicht richtig genau, was ich wie, wann raushauen soll. Ich bin jetzt erstmal froh gewesen, dass ich es überhaupt geschafft habe, Songs geil zu machen. So. Das war nämlich erstmal das A und O für mich. Ich wollte mich testen, ich wollte gucken, hast du ein gewisses Talent, ja oder nein?
Weißt du, wie ich meine so? Und jetzt habe ich gemerkt, okay, da ist ein gewisses Talent da. Ich habe 1, 2, 3 Songs ready gemacht so. Und jetzt muss ich langsam mir Gedanken darüber machen, wann, wie, was rausgehauen wird. Aber ich bin keiner von diesen YouTubern in Anführungszeichen, wobei ich die jetzt auch nicht angreifen möchte oder so, der jetzt einfach auf Krampf so schnell wie möglich irgendwie Song raushauen möchte, damit er die Reichweite noch mitnimmt. Für mich ist Musik so eine separate Thematik, die ich auch für sich behandle so in meinem Leben. Wisst ihr, was ich meine? Ich versuche da besser zu werden, ich versuche mich zu steigern, ich versuche geile Songs zu machen. Jetzt fange ich langsam an, darüber nachzudenken, auch mal wieder was zu veröffentlichen. Wie veröffentliche ich das? Habe ich genug Budget für ein Musikvideo? Hau ich erstmal nur Audio-Singles raus? Ich habe jetzt erstmal mich um Vertrieb gekümmert. Vertrieb ist jetzt auf jeden Fall am Start. Ich könnte jetzt anfangen zu releasen, aber jetzt muss ich halt gucken, drehe ich ein Video, drehe ich kein Video, muss ich alles nochmal so ein bisschen mir durch den Kopf gehen lassen, aber ja, der ist das. Wo warst du die letzte Zeit? Der Russack 95. Bro, ich bin auch umgezogen, ich bin jetzt gerade aktuell in 6-8 Mannheim wieder back, sehr viel um die Ohren gehabt und ich habe 2 Monate von der letzten Zeit, wo ich nicht so viel in der Öffentlichkeit rausgehauen habe, habe ich 2 Monate lang mich komplett eingesperrt und Musik gemacht. Ich glaube, ich habe so 7-8 Tracks ready gemacht. Wobei auch nicht alle mir so 100 Millionen % gefallen. Aber ja, das kostet schon seine Zeit. Ich habe auch gemerkt, wo ich da in dem Film drin war, ich hätte gar keine YouTube-Videos drehen können. Ich war so in meinem Fokus, ich war so in dem Film drin, dass ich gar nicht richtig vor Kamera performen hätte können. Wisst ihr, was ich meine? Gemütlicher Pullover, Bro. Ich küsse dein Herz, Bro. Be unique in, man. Check it out. Signing bei EGJ möglich. Alles klar, Digga. Warum bist du umgezogen? Boah, das hat mehrere Gründe gehabt. Warum bin ich umgezogen? Es hat wirklich mehrere Gründe gehabt. Ich kann es voll schwer auf einen Grund irgendwie so runterbrechen. Vor allen Dingen bin ich umgezogen, weil ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. So. Ich habe mich alleine gefühlt irgendwie. Ich war so da nicht, keine Ahnung. Ich habe meine Jungs vermisst, ich habe meine Umgebung vermisst, so mein altes. Ich weiß nicht, hier in Mannheim, wenn ich rausgehe, ich kenne hier überall Leute, egal wo ich hingehe, ob ich ins Gym gehe, ob ich nur kurz rausgehe, ob ich irgendwie kurz, weiß ich nicht, ins Studio gehe oder so, da kenne ich dann auch 1000 Leute. Man ist hier groß geworden, man hat hier eine andere Energie und ich spüre auch und merke auch, meine Videos kommen ganz anders rüber. Ich als Mensch, wenn ich mich selber reinziehe, gefalle ich mir besser, wenn ich aus Mannheim raus performe so. Weil es fühlt sich stabiler für mich an. Es fühlt sich einfach stabiler an. Es ist, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber Heimat ist halt immer so eine Sache. Ich bin hier zwar nicht geboren, aber ich bin hier groß geworden. Ich bin hier, seitdem ich so 13, 14 bin, bis ich 26 war, war ich nur hier in Mannheim unterwegs und man hat natürlich so im Herz einfach, weißt du, ich meine, man hat so im Herz einfach eine Verbindung zu seiner Hometown und ich liebe 6-8, deswegen erwähne ich das auch immer wieder in den YouTube-Videos. Und es gibt noch einen anderen Grund, den möchte ich aber hier noch nicht erwähnen, warum ich hier in Mannheim bin, da werdet ihr eventuell demnächst auch was von mitbekommen. Signing bei Mois möglich? Nee, glaube ich nicht, wir haben eigentlich gar keinen Kontakt gerade. Geil, back to the roots, Mannheim, Heimat einfach. Genau der ist das, Bruder. Diese Gefühle einfach, genau so. Signing by Life is Pain würde passen, Bro. Das wäre krass. Ich mag PA voll. Würde ich auf jeden Fall machen, denke ich. Ich glaube auch, der Bruder könnte mir echt helfen. Ich bin auch bald wahrscheinlich mal wieder in Berlin und dann werde ich ihn auch mal kontaktieren, gucken, ob er Zeit hat. Werde ich ein paar von meinen Sachen zeigen. Vielleicht ist er ja dann so überzeugt, dass er mich signed dann. Und vielleicht machen wir auch noch einen Talk. Habt ihr Bock auf einen Talk mit PA mal wieder? Nie wieder online, um Content für YouTube zu machen und nicht für Community. Geht wieder los. Nur wieder online, um Content für YouTube zu machen und nicht für Community. Geht wieder los. Hustle it in, man. Gib mir den YouTube-Content-Vibes, man. Ich küsse dein Herz. Gönn mir doch wenigstens, du Arsch. Na? Ich mach seit 5, 6, 7 Jahren YouTube, Bro. Ich hab mir den Arsch aufgerissen. Wer verdammte Scheiße hat so viele geile neue Formate erfunden wie ich, yo? Live-Reaktion vor der Straße, diese Straßenumfragen-Sachen, da war ich auch einer der Ersten, der die Dinger so in die Welt rausgehauen hat. Ich habe YouTube schon extrem geprägt, Digga. Wer, wenn nicht ich, darf jetzt auch mal ein paar Klicks mitnehmen, indem er hier live streamt und auf ein paar Sachen reagiert, Bruder? Ehrlich jetzt. Sag mir ein Argument, warum nicht, Bruder. Alle machen's und ich darf nicht, oder was? Ich küsse dein Herz, Bruder. Wann kommt Teil 2 mit Manuelsen? Teil 2 mit Manuelsen kommt am... Teil 2 mit Manuelsen ist schon fertig geschnitten sogar, Freunde, ja? Wollt ihr das Intro sehen? Sollen wir uns das Intro mal zusammen reinziehen? Für den zweiten Teil? Teil 2 kommt Mittwoch. Teil 2 kommt Mittwoch und der letzte Teil Fanfragen kommt am Sonntag.